Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Kalb und Blut. Wir sehen aktuell Hafer auf 60 aus, mit zwei Maschinen, den Bahnversatz und Kursbrief. Klappt ganz gut. Was Probleme bereitet, sind die Ränder, und zwar wenn er das Feld hinaus wenden will, wird es voll wieder. Aber so auf dem Feld klappt es super. Was ich machen könnte, sind Bäume entfernen. Denken wir nach. Wir wollen jetzt vorbereiten, und zwar die Aussaat, die Ernte auf Feld 12. Gerste. Dazu werden wir uns mal wieder loslegen, das werden wir hinten aushängen und vorne anhängen und dann werden wir gleich wieder Kurs laden. Der LKW ist auch schon da. Fangen wir vorne Ecke an. Oh, nee. Und die Ecke muss so nacharbeiten, wie ich das so kenne. Das macht wieder keiner. Ich denke mal, das ist auch so kompliziert, das werden die auch gar nicht hinkriegen. Den Bereich lassen die mal aus. Aber ich mache das mal gleich mit. Und am Ende muss es so gemacht werden. Strom haben wir keinen, das lohnt sich hier nicht. Und die Preise sind da im Keller, da haben wir kein Viehzerkern. So, dann haben wir mal hier angefangen, Anführungszeichen. Jetzt werden wir Kursgenerierung, Feld 12. Zwei Maschinen, das ist schon mal da. Einmal. Einmal reicht. Automatisch. Müsste eigentlich klappen. Links. So. Dann springen wir mal gleich über auf einen anderen Tascher, der ist hier vorne irgendwo oder da oben. Ich glaube, das ist ja nicht LKW. Wo ich den jetzt lassen? Was verrückt. Der war doch hier wo gewesen. Na gut. Dann schauen wir so durch. LKW. Ja, man lässt das sehen, dass wir uns irgendwie ärgern. Hat er dann so viel gemacht? Muss hier allein eine Muschel haben. Da steht er. Da hat er sich versteckt. Und warum? Ja. Yep. So. Gleich aufklappen. Vielleicht beginnen können.
Dann ist schon wieder bald wieder voll, ne? Getreide geht schnell. So. Klappen rein. Wir haben hier Vollstress. Anführungszeichen. Also wir können nur auf 1 spielen, auf 5 wird gar nicht gehen. So, kurz kopieren. Keiner. Ja, T9. Dann musst du rechts gehen, ja. Ersten Wegpunkt und dann zurückfahren. Musst du eigentlich nach vorne anfangen. Gut. Der macht es schon mal richtig. Klopf auf Holz. Kontrollieren wir gleich unsere Bannern. Ja, auch sehr gut. Schöner Holz hier. Können wir ja näher machen, wenn man hier auch viel aussieht. Wieso ist er voll? Der ist voll. Wir kommen zu nix. Aber alles. Bergab fahren hier. Quer die Wiese. Macht nichts. Ah, die Bäumchen wachsen auch schon schön. Wie gesagt, die Bäume sind halt noch alle weg. Borkenkäfer. Garantiert. So, geht die Klappe hoch. Hauptsache, dass mit anderen Felgstoff einigermaßen hier aussah. War nämlich so eine Sache. Ah, die ist schon fast leer, eine. 12%. Überführungskurs hat nicht eingestellt. Das heißt, wir müssen den dann manuell zurückfahren. Wow, da geht viel weg. Naja, wir rammen ja uns immer gerne so, ne? Wird auch bald voll sein. Ja, der macht alles doppelt. Rechts, Trottel, du. So, jetzt noch von vorne anfangen. Irgendwo hier. Zurück. Erst klappt alles reibungslos und beim zweiten klappt gar nichts.
Folge Nummer. Ihr habt keine Zeit geschickt. Wenn zwei Sachen nicht klappen, ist es blöd, ne? So, das ist die linke Seite, links. Das reicht natürlich nicht. Sag mal so. Shit. Ich dachte ja, nun kommt das ja auch reicht das aus. Aber es reicht nicht. Ich brauche einen LKW. Gut, ich brauche nicht lange suchen. Der ist da. Ja, das ist ein bisschen zu hoch, der LKW. Der kam in alle. Im Tasse Nummer 3. Besser wie Cola. Wait. Oh, Hunde. Ich nehme aber Telefon. Gut, dann wollen wir den anderen kontrollieren. Beziehungsweise der zweite ist auch gleich voll. Wenn man nach Rote voranfährt. Können wir nicht verkaufen. Vielleicht ein bisschen zurückfahren, was möglich ist. Ja, Fenster zu machen. Die Latte anmachen. So. So, liebe Freundschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich denke mal, dass die Folge nicht so kurz geworden ist. Dann seid mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.